Dass der 1. November ein Feiertag ist, haben bestimmt viele von Ihnen allein durch den freien Tag bemerkt. Aber welcher Feiertag genau ist denn heute, Janina? Also, Leonie, es ist Allerheiligen. Und Allerheiligen ist ein Feiertag der Kirche, genauer gesagt der Katholiken. Und wie dieser Tag gefeiert wird, wo die Ursprünge des Tages liegen und welche Sitten und Bräuche überhaupt üblich sind, das erfahren Sie in diesem Beitrag. Wie der Name Allerheiligen schon verrät, werden an diesem Tag alle Heiligen gefeiert. Denn schon 400 Jahre nach Christus gab es so viele Heilige, dass es nicht mehr genug Tage gab, um jeden einzeln zu feiern. Also hat man sich darauf festgelegt, an einem Tag alle Heiligen zu feiern. Aber Allerheiligen wird nicht in ganz Deutschland gefeiert, oder? Das stimmt. Bei uns in Rheinland-Pfalz wird Allerheiligen gefeiert, aber noch lange nicht in allen Bundesländern in Deutschland. Aber wie wird das denn bei uns hier gefeiert? Also Leonie, es gibt ja nicht nur Allerheiligen, sondern auch Allerseelen. Und Allerseelen ist am 2. November, das heißt ein Tag nach Allerheiligen. Und hier gedenkt man nicht den Heiligen, sondern den Toten. Es ist kein gesetzlicher Feiertag in Deutschland, deshalb wird es auch nicht so gefeiert und deswegen verschwimmen diese Feiertage immer. Das passiert in einer Messe, also erst gibt es eine Messe und danach oft eine Gräberwanderung, wo die Gräber gesegnet werden von Priestern oder Diakonen. Bei der Gräbersegnung werden die Gräber dann auch mit ganz verschiedenen Sachen geschmückt, mit Kränzen, mit Gestecken. Und ein üblicher Brauch ist auch mit Tannenzweigen. Grüne Farbe steht nämlich für die Hoffnung auf das ewige Leben. Im Anschluss werden dann auch noch verschiedene Grablichter hingestellt, die auch für das ewige Licht stehen sollen. Und natürlich als Gedenken für die Toten. Ja, Leonie, was wäre eigentlich ein Feiertag ohne Aberglauben und Bräuche? Gibt es natürlich auch an Allerheiligen. Es wird zum Beispiel in einem alten Volksglauben gesagt, dass die armen Seelen in der Nacht von Allerheiligen auf Allerseelen aus dem Fegefeuer aufsteigen und sich dann von den Qualen, die sie dort erleiden mussten, erholen. Ja, genau deswegen gibt es auch den Brauch mit dem Weihwasser. Denn bei der Gräbersegnung wird jedes Grab nochmal zusätzlich mit Weihwasser gesegnet. Man sagt quasi, dass das die Qualen, die die Seelen ertragen mussten, erträglicher macht und sie quasi abkühlt. Es gibt also zahlreiche Bräuche rund um Allerheiligen und das sind bei uns die typischen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen vielleicht einige Fragen damit beantworten. Und wie auch immer Sie zu Hause den Feiertag verbringen, wir hoffen, Sie können ihn genießen.